Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Black Mirror. Wir haben in der letzten Folge uns hier schon in der Ortschaft gesehen. Wir haben einen Entwickler gekauft. Ach hier, das Boot. Oh Mensch, das läuft ja wahrscheinlich jetzt komplett hier unter Wasser. Hä? Haben Entwickler gekauft und könnten jetzt unsere Fotos entwickeln beim Doktor, der das für uns das machen würde. Das gehört wahrscheinlich dem Angler, mit dem ich mich unterhalten habe. Ach so, ich konnte es anklicken. Ja, aber gut, okay. Und, ja, mit ihm haben wir schon gesprochen. Wir wollten in den Pub, genau. Wir wollten noch in den Pub gehen. Hier ist ein bisschen mehr los. Wir haben den Totengräber hier, wir haben Harry hier, wir haben Mark hier und Tom. Boah, hier ist ja richtig, also ist ja richtig fett. Ja, wir sprechen erstmal mit Harry. Hallo, Harry. Willkommen zurück, Mr. Gordon. Ja. Na, wollen Sie einen Happen essen? Wie kommen Sie darauf? Oh, kommen Sie. Ich weiß, dass Bates nicht gerade ein großartiger Koch ist. Was? Es ist gar nicht so schlimm. Ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. Na schön, wenn Sie meinen. Erinnern Sie sich an unser gestriges Gespräch darüber, dass hier nie etwas passiert? Aber sicher doch. Nun, leider ist doch etwas passiert. Oh, Sie meinen Henry. Woher wissen Sie das? Tja, hier verbreiten sich Neuigkeiten schnell. Tja. Der arme Henry. Er war ein guter Stammgast. Wir beide haben immer gerne einen gehoben. Wie lange haben Sie ihn gekannt? Seit der Zeit, als er anfing, im Schloss zu arbeiten. Also eigentlich seit dem Tag, an dem er hier ankam. Vom Jahr. Ich weiß noch, wie er hier aufgetaucht ist. Total verschwitzt und mit einem Koffer in jeder Hand. Er bestellte gleich 2 große Biere. Da wusste ich sofort, wir beide würden uns gut verstehen. Hatte er Freunde hier in der Gegend? Eigentlich nicht. Sehen Sie, er war sowas wie ein Einzelgänger. Ich glaube nicht, dass er sonst noch jemanden kannte. Er kam immer nur hierher. Danke, Harry. Keine Ursache, Mr. Gordon. Harry, sagen Sie, ist Mark zuverlässig? Naja, kommt darauf an. Er ist nicht gerade ein Heiliger, wissen Sie. Aha. Aber ich denke, für 1 oder 2 Pfund macht er das, was Sie ihm sagen. Okay, gut zu wissen. Reden wir mal mit dem Totengräber hier. Ich muss mit Ihnen reden. Gut, aber fassen Sie sich kurz. Sagen Sie, kannten Sie Henry Stanton? Nein. Wieso? Sollte ich ihn kennen? Er hat für uns als Gärtner gearbeitet, aber er starb gestern. Dann werde ich ihm wohl bald begegnen. Das stimmt. Wollen Sie sonst noch was? Ich mag keine Gesellschaft. Dann störe ich Sie nicht länger. Jo, dann reden wir erstmal mit Tom, wa? Hallo. Immer schön im Uhrzeigersinn hier. Hallo. Ach so, ist schon da, okay. Kannten Sie Henry Stanton? Henry? Ich habe ihn manchmal im Pub gesehen. Er war nicht sehr gesprächig, also kannte ich ihn nicht so richtig. Ach so. Jetzt überlassen Sie mich bitte meinem Sport. Gut, dann reden wir mit Mark. Der wird bestimmt was Guten zu erzählen Morgen. Haben. Gut für Sie vielleicht. Was wollen Sie? Tom hat mir gesagt, dass Sie gelegentlich für Dr. Herman gearbeitet haben. Tom neigt manchmal dazu, zu viel zu sagen. Ich bin schon seit einiger Zeit arbeitslos. Also nehme ich jeden Job an, der mir angeboten wird. Irgendwie muss ich Geld verdienen. Und es ist auf jeden Fall besser, für Dr. Herman Erledigungen zu machen, als für diesen miesen Bastard Murray. Nun, ich brauche eine bestimmte Gefälligkeit von Ihnen. Okay, welche denn? Das hat sogar mit Dr. Herman zu tun. Worum geht's denn? Ablenken. Ich möchte Folgendes von Ihnen. Ich höre. Ich möchte, dass Sie um eine bestimmte Zeit zu ihm gehen und ihn für ein paar Minuten beschäftigen. Klingeln Sie an der Tür und warten Sie, bis er nach oben kommt. Reden Sie über, was Sie wollen, aber halten Sie ihn so lange auf, wie es geht. Tja, offen gesagt, mir gefällt dieser Plan nicht. Das sieht nicht gerade ehrlich aus, nicht wahr? Außerdem, wenn Herman erfahren würde, dass ich an einer Verschwörung gegen ihn beteiligt war, würde er mich nie wieder beschäftigen. Nee, da suchen Sie sich lieber einen anderen aus. Was soll ich jetzt machen? Was bedeutet denn eigentlich immer positive und nicht positive Frage und Antwort?
Ich glaube, positiv ist weiter Druck machen, ne? Und negativ heißt abbrechen. Warte mal. Hören Sie, ich erwarte nicht, dass Sie das umsonst machen. Und das soll mich überraschen? Wie viel zahlt Ihnen Dr. Herman? Kommt drauf an, was er von mir will. Nein, Sie verstehen nicht. Ich meine, was hat er Ihnen maximal bezahlt? 6 Pfund am Tag, plus Verpflegung. Ich gebe Ihnen 10. Das ist nicht schlecht für ein paar Minuten, oder? 10? Tja, das Geld wäre schön, aber sehen Sie, wenigstens habe ich bei Dr. Herman einen sicheren Job. Nein, ich kann's nicht machen. Na gut, ich gebe Ihnen 20. 6 Pfund am Tag. Das ist mein letztes Wort. 20? Mensch, so viel Geld hatte ich schon ewig nicht mehr in der Tasche. 20 Pfund am Tag. Auf die Hand und die Sache ist geritzt. 180 im Monat. Jetzt und 10 später. Okay. Um wie viel Uhr soll ich auftauchen? Etwa eine Viertelstunde, nachdem ich den Pub verlasse. Seien Sie pünktlich, sonst bekommen Sie nichts. Keine Sorge, ich bin pünktlich da. Okay. Sie sagten gestern, dass Sie früher in unserem Garten ausgeholfen haben. Ab und zu, ja. Also kannten Sie Henry, unseren Gärtner, richtig? Ja, aber ich möchte nicht über ihn sprechen, nach dem, was passiert ist. Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Tja, gestern Abend. Ich traf ihn auf der Straße zum Dorf. Wann war das genau? Ich möchte nicht darüber reden, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich habe keine Lust, mich da in etwas hineinziehen zu lassen. Keine Sorge, ich bin nicht von der Polizei. Worüber haben Sie gesprochen? Ich weiß es nicht mehr, es waren nur ein paar Sätze. Hat er sich normal benommen? Ich meine, war er nüchtern? Ja, das war er, ganz sicher. Es stimmt zwar, dass er viel getrunken hat, aber er war nicht jeden Tag besoffen. Und gestern war er nüchtern, das wäre mir sonst aufgefallen. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben. Keine Ursache. Also, Henry war am Abend noch nüchtern. Und morgens fand man ihn ertrunken auf. Das ergibt wenig Sinn. Okay. Ich bin schnell zum Leichenschauhaus gegangen, um Mark zuvorzukommen. Hoffentlich kommt er pünktlich zur vereinbarten Zeit. Okay, wir werden bestimmt dann unten gelassen. Ja. Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Okay, und werden dann hier alles unsicher machen hier unten? Darf ich Sie einen Moment sprechen, Dr. Herman? Ja, aber wie gesagt, ich weiß nichts Neues. Das braucht seine Zeit. Also, wenn Sie mich immer wieder stören... Nein, nein, ich bin wegen einer anderen Sache hier. Ja? Also... Was wollen Sie denn, Gordon? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wo zum Teufel steckt dieser Mark? Haben Sie etwas gesagt? Nein, sehen Sie, ich habe nur... Wer ist denn das jetzt, verdammt? Oh, die Kreissäge da oben. Das ist die Gegensprechanlage, die da blinkert, hä? Wer ist da? Warten Sie hier auf mich. Ich komme gleich wieder. Natürlich. Nur keine Eile. Ich glaube, mein Blutdruck steigt gleich ins Unermessliche. Oh, beinahe erst. Also, wo ist dieser verfluchte Pfandschein? Vielleicht sollte ich beim Tisch anfangen. Okay, ich werde erstmal abspeichern. Das sieht mir hier nach Zeit aus gerade, oder? So, das andere haben wir uns alles soweit angeguckt. Ich gehe mal hier wirklich. Guck mal, jetzt haben wir hier den Schreibtisch hier hinten. Und wir haben jetzt hier eine Schublade. Okay, die nehme ich mir vor. So, was haben wir hier? Hier ist nichts. Hier fehlt ein Stück vom Becken, sehe ich gerade. Ein Hirn. Ist das das, was ich denke? Ja. Okay. Ein Mikroskop. Ein altes Mikroskop. Okay, können wir jetzt nicht benutzen. Messer. Krams. Okay. Was haben wir hier? Modelliermasse. Ein Stück Modelliermasse, um Abdrücke zu machen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Oh. Warte mal. Warte.
Okay, der Schlüssel hängt hier. Das heißt, wenn er verreist, kommen wir denn hier nochmal her, oder was? Okay. Ich habe einen Abdruck des Schlüssels in der Modelliermasse gemacht. Okay. Das haben wir. Was haben wir hier noch? Hier ist eine Schachtel. Oh, die Schachtel. Diese Schachtel ist mit Henrys Namen beschriftet. Henrys Pfandschein. Ausgezeichnet. Einfach so geklaut. Herman scheint zurückzukommen. Ich höre ihn auf der Treppe. Oh, 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 oh. Ich denke, die Kiste ist versiegelt. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Na? Nein, natürlich nicht. Naja, ich war noch nie in einer Leichenhalle. Ich bin bloß neugierig. Sie haben einige ungewöhnliche Interessen, wie ich sehe. Wovon sprachen wir gerade? Ich habe es schon völlig vergessen. Es kann nichts Wichtiges gewesen sein. Sei's drum. Ich habe sowieso keine Zeit, mit Ihnen zu plaudern. Nichts für ungut. Ach, ich bin es, der sich entschuldigen sollte. Ich will Sie nicht länger stören. Bis dann, Doktor. Wiedersehen, Gordon. Ach so, die Fotos. Ey, die Fotos. Warte mal. Wir nerven den. Die Fotos, bitteschön. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Das haben die wahrscheinlich nicht bedacht, oder? Das ist so, jetzt können wir wieder hier oben durchlaufen. Interessant. Hat sich hier wieder was verändert? Oder hat sich hier nichts verändert? Wahrscheinlich nicht. Nö. Le Docteur. Der Entwickler. Ich habe eine Frage an Sie, Dr. Herman. Schießen Sie los, Gordon. Ich habe den Entwickler für Sie. Können Sie jetzt meinen Film entwickeln? Warum nicht? Aber kommen Sie später wieder. Ich muss meine Arbeit erledigen, bevor ich die Bilder entwickeln kann. Ja klar. Was ist an diesem Film so wichtig, dass Sie damit zu mir kommen? Das werden Sie selbst sehen, Doktor. Entweder sie sind wichtig oder auch völlig nutzlos. Ich hoffe, das ist da drauf, was wir da erwarten, ne? Weil das eine ist ja weg. Was wäre denn eigentlich passiert, wenn kein Foto gemacht wäre, das Spiel weitergelaufen oder nicht? Das würde mich mal brennend interessieren. So, auf die zwei. So, einmal zwischendurch speichern, raus geht's. Achso, ich hätte vielleicht die Schnellreise gleich machen können. Wir gehen mal jetzt. Wir müssen bestimmt bezahlen. Der will seine 20 Pfund haben. Die kriegt er doch erst, wenn er hier, ne? Ah, der Junge ist immer noch da. So. Darf ich Sie kurz stören? Na? Wenn es sein muss. Aber nicht lange. Ich habe eine Glückssträhne beim Kartenspiel. Wie ich sehe, haben Sie keine Zeit verloren, mein Geld auszugeben. Jetzt ist es mein Geld. Und ich gebe es so aus, wie ich will. Damit habe ich kein Problem. Hatten Sie genug Zeit, um das zu machen, was Sie machen wollten? Ja, hatte ich. Aber Sie hätten vielleicht auch etwas früher aufgehört. Oh, der sei doch nicht so aggressiv. Was haben Sie eigentlich da unten gemacht? Das geht Sie nun wirklich nichts an. Ja, ich habe damit auch kein Problem. Wenn Sie mal wieder etwas brauchen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Mhm. Toll. Toll. Super. Hast du noch etwas Neues? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Frage an Sie. Genau, wir zeigen ihm den Abdruck, oder was? Harry, Sie kennen doch jeden hier. Wissen Sie vielleicht, wer mir einen Schlüssel nachmachen könnte? Also ich weiß nicht, ob er der Richtige ist, aber Mark hier ist ziemlich geschickt. Fragen Sie ihn einfach. Gut, danke. Okay. Dann fragen wir ihn einfach. Einfach so. Eieieiei.
Es muss erstmal fertig werden wieder. Was wollen Sie diesmal? Es dauert nicht lange. Okay, ich höre. Ich brauche jemanden, der mir einen Schlüssel nachmacht. Harry sagte, Sie könnten das. Ein Schlüssel ist kein Problem. Geben Sie mir das Original und Sie bekommen in Kürze eine Kopie zurück. Und es kostet Sie nichts. Ich betrachte es als Teil unserer Abmachung. Das Problem ist, ich habe nur einen Abdruck. Das erschwert die Sache. Ich habe es noch nie mit einem Abdruck versucht. Geben Sie her. Sie können das Ergebnis in einer Stunde abholen oder so. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Hier ist er. Da, wo er jetzt den Glückstrainer hat, ja? Bis später. Okay, gut. Dann... Oh, wir gehen auch so richtig raus. Okay, dann nutze ich mal die Gelegenheit und gehe jetzt erstmal dahin. Und gehe dann hier drüben hin. Und wir haben ja den Pfandschein und vielleicht können wir den endlich mal einlösen und das bekommen, was wir wollen, ne? Wäre eine tolle Sache. Wäre eine ganz tolle Sache. So, da geht es los. Murray. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, hier. Murray, ich möchte gerne das Objekt auslösen, von dem wir gesprochen haben. Sie erinnern sich sicherlich, dass Sie einen gültigen Pfandschein vorlegen müssen. Keine Sorge, den habe ich. Hier. Ja. Er scheint in Ordnung zu sein. Das macht 40 Pfund, Sir. Sagten Sie nicht 35? Oh, Sie haben recht. Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Sicher. Ich hole es sofort für Sie. Aha. Dum di dum di dum. Dum di dum di dum. Dum di dum di dum. Wiedersehen. Okay, wir haben jetzt den Gegenstand. Ich speichere mal sicherheitshalber nochmal. So. Und dann gucken wir mal. Jetzt haben wir diese beiden Gegenstände. Die beiden Gegenstände. Was haben wir jetzt so bekommen? Die Teile sind ineinander eingerastet. Okay. Okay, ja. Jetzt ist es eingerastet. Haben wir noch irgendwas? Kann ich Ihnen helfen? Nein, eigentlich nicht. Danke. Gut, jetzt haben wir das Objekt. Toll. Hatten wir irgendwas in Williams Zimmer, was das irgendwie benutzen könnte? Ich weiß es gar nicht mehr. Na gut, vielleicht ist er schon wieder fertig, aber ich glaube, eine Stunde ist, hallo? Boah, wie viele Becher der übereinander hat. Ah, wieder hingestellt, siehst du? Sind da den... Nein, jetzt nicht. So. Was darf sein, Sir? Haben Sie Mark gesehen? Nein, er war noch nicht da. Wahrscheinlich muss er arbeiten. Suchen Sie ihn? Eigentlich nicht. War nur neugierig. Hast du den gesehen? Ich möchte nicht reden. Also, Wiedersehen. Und nun? Kann es sein, dass die Haare von dem bisschen anders aussehen? Oh, guck mal, die Treppe ist wieder benutzbar. Oder? Wenn es regnet, sind die Stufen so glitschig, dass es sehr gefährlich ist, zum Wasser zu gehen. Ja, aber wo soll ich sonst hingehen? Hä?
ich wüsste jetzt auch nicht irgendwie, was jetzt so plotmäßig anderes wäre. Weil wir brauchen ja den Schlüssel, damit wir uns da nochmal selber umsehen können. Ja, der hat eine Kapuze auf, jetzt sehe ich das. Mensch, ich dachte, das sind seine Haare. Warum ist jetzt hier keiner? Ist das hier ein Bug oder was? Wie wär's mit einem Bier, Mr. Gordon? Nee. Nein, danke. Vielleicht später. Oh. Haben Sie Mark gesehen? Er sollte hier auf mich warten. Ja, er war vorhin kurz da, ist aber gleich wieder gegangen. Was? Aber er hat diesen Schlüssel für Sie dagelassen. Okay, gut. Ja? Ah, okay, jetzt. Danke. Ja, haben wir doch jetzt. Schlüssel vom Müllcontainer. Eine Kopie von Hermans Schlüssel, die Mark angefertigt hat. Ah. Ah. Okay. Das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Gegenstand. Das ist der Müllcontainer von... Ach, ich habe mir jetzt überlegt, wofür der Schlüssel ist. Ich dachte, wir müssen in seine Butze einbrechen. Dabei ist es bloß der Schlüssel von dem Container hier draußen. So, so bescheuert bin ich schon. Viel zu weit gedacht. Ich dachte, wir müssen uns jetzt irgendwie da rein manövrieren. Wobei, wir haben ja den Schein auch schon gekriegt und gehabt und überhaupt und... Der Gestank von verfaultem Fleisch treibt mir die Tränen in die Augen. Ekelhaft. Was hat der denn hier? Alter. Zugeschnürte, blutige Säcke. Die fasse ich nicht an. Oh. Was ist das hier? Henrys Kleider. Die Taschen sind leer. Aber ich spüre etwas Hartes auf der Innenseite. Aha. Die Taschen sind leer. Aber ich spüre etwas Hartes auf der Innenseite. Haben wir noch ein Messer oder so? Ja klar, hier. Nee, sowas nicht. So. Dieser Edelstein ist perfekt geschliffen. Ein Edelstein? Dieser Edelstein ist perfekt geschliffen. Wieso sind die... Warum... Menschliche Überreste. Sollten die nicht tief in der Erde begraben sein? Der ist seltsam, der Doktor. Aber was ist mit dem Edelstein? Dieser Edelstein ist perfekt geschliffen. Kommt der da Alle rein? Alle Teile passen perfekt zusammen. Okay. Wir werden mal klingeln hier. Ich hoffe. Warum hat der da Leichen in seinem Container? Und vor allem, wer holt den Container ab? Warum? Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Ich hoffe, wir sprechen ihn nicht darauf an. Aber vielleicht sind die Fotos fertig. Kann ich mit Ihnen sprechen? Moment bitte. Mhm.
Ja, ich höre. Ah, okay. Haben Sie den Film für mich entwickelt? Noch nicht, Gordon. Ich habe zu tun. Kommen Sie später wieder. Ja, okay, dann komme ich später wieder. Gut, ich mache hier an der Stelle ein Folgenpäuschen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, bis dahin, euer Firefox.